Heute eine kleine Reise machen. Diese Reise beträgt 120 Jahre und das versuchen wir in 35 Minuten zu erledigen. Vorab möchte ich natürlich, um so ein bisschen in diese Thematik zu kommen, Ihnen eine Frage stellen. Wir nehmen zwei Punkte und versuchen, die relativ schnell zu verbinden. Was machen wir? In der Regel machen wir einen Strich. Das bedeutet, es gibt einen Anfang und ein Ende. So denken die Schamanen nicht. Weil wenn man die Aufgabe bekommt, in der Ausbildung zwei Punkte zu verbinden, dann machen wir immer einen Kreis. Das ist der Unterschied der Europäer und der indogenen Völker. Warum? Wenn ich heute Morgen ging ich hier rein und dann sagte ich, guten Morgen. Was sagt jemand? Morgen. Guten Morgen, morgen. Und wenn man in einigen Gegenden in Südamerika ist, dann fragt man zuerst, wie war dein Sonnenaufgang? Und man fragt nicht, wie der Tag beginnt, sondern zuerst fragt man, wie war dein Sonnenaufgang? Und dein Sonnenaufgang bedeutet, was hast du heute Nacht für einen Traum gehabt? Und alle, die einen Strich von hier nach hier haben, die träumen weniger. Und die darüber nachdenken, dass wir zwei Punkte verbinden mit einem Kreis, die haben auch gute Träume. Und Träumen ist eine große Kunst. Träumen muss man lernen. Da meine ich nicht die Träume, die man nachts hat, sondern die Träume, die wir haben, um diese Gesellschaft weiterzubringen, um einen Wandlungsprozess in Gang zu setzen. Das ist der Unterschied. Also Träumen ist eine Kunst und ich möchte vielleicht erstmal anfangen, 1954, das ist so ein kleiner Sprung. 1954, was haben da die Eltern vielleicht zu dir gesagt? Bitte? Was haben die Eltern zu dir gesagt, 1954? Kind, dir soll's mal besser gehen. Das ist der erste Spruch. Und diesen Kindern, denen ist es unwahrscheinlich gut gegangen. Denen geht es besser heute. 1954 musste man 48 Stunden arbeiten. Heute müssen wir 38 bis 40 Stunden arbeiten.